Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Channel und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Und ja, das ist diesmal das letzte Mal, bevor Dragonflight live geht. Heißt, wir schauen uns jetzt so am Ende von Shadowlands an, wo ich am aktuellen Stand habe. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir einmal rein. Wir werden uns ein bisschen hier im Old Things umschauen. Dann habe ich einmal schon meine Tabelle vorbereitet, wo wir ja immer so ein bisschen weitertragen, wo sich wie viel verändert hat. Und dann schauen wir natürlich selbstverständlich auch noch das ein oder andere hier im Data for Azeroth nach. Ja, ich würde sagen, als erstes gucken wir einmal hier im Data for Azeroth. Und zwar, wie schaut es aktuell aus? Ich bin bei einen Punktestand von 795.788 Punkten. Mittlerweile World Rank 2. Ich glaube, beim letzten Collection Update war ich noch auf Platz 3. Quasi konnte ich mich einen Punkt oder einen Platz nach vorne hamstern. Immer mit kleinen Schritten. Der Nesthyre, der Gaulisch, der hat doch ein paar mehr Punkte. Der hat es vor allem in letzter Zeit richtig losgehasselt. Jetzt, wo es diese Thematik gab mit diesen extra Mounts für die World Boss. Ich glaube, da hat er ein paar mitgenommen und ein paar andere Sachen, wo er echt gut Punkte bekommen hat. Heißt, ich bin 4000 Punkte hinten. Das ist ein bisschen was. Und mal gucken, ob ich das am Anfang von der nächsten Expansion dann aufholen kann. Da gibt es ja wieder einen Haufen neuen Stuff. Aber da muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Bei vielen anderen Sachen hat sich auch ein bisschen was getan. Achievement-Punkte sind tatsächlich auch wenige geworden, weil ja ein paar Sachen removed wurden. Da werden wir uns jetzt aber gleich auch nochmal das Ganze anschauen. Auf eins will ich speziell jetzt erstmal hier eingehen, und zwar, wo sich halt ein bisschen was geändert hat, ist hauptsächlich bei Quests. Ich habe einiges noch weiter gequestet, das werden wir uns im All Things nur anschauen. Mittlerweile bin ich auf Platz 5 bei den Quests. Da haben wir ja, ich weiß nicht, was das letzte Mal war, 20, 30 oder sowas. Da hat sich ein bisschen was getan, und das ist auch der Hauptpunkt, wo ich aktuell unterwegs war. Dazu schauen wir uns einmal meine Tabelle hier an, und zwar hatte ich das letzte Collection Update am 25.10. aufgenommen, heute ist der 26.11., also ziemlich genau einen Monat, einen Tag drüber, und ja, dann gucken wir mal an, was sich quasi geändert hat. Also das letzte Mal hatten wir, okay, wir machen die Differenz, ist glaube ich einfach, wenn ich so lange Zahlen vorlese, macht ja keinen Sinn. Also ich habe quasi beim Completion Score knappe 5000 Punkte plus gemacht, das ist für einen Monat echt ganz gut. Dann Ranking bin ich quasi eins ja, nach unten gerutscht, was ja positiv ist, ne? Also bin jetzt auf Platz 2 und nicht mehr auf Platz oder nach oben, je nachdem wie man sieht, ne? Also es ist auf jeden Fall positiv. Es ist ein Rang besser von 3 auf 2. Dann Achievements, was ich schon eingangs erwähnt hatte, 55 Punkte habe ich verloren. Das liegt daran, dass sie die Fated Raids, glaube ich, jetzt als Heldentaten drin haben und nicht mehr als normale Achievements. Da sind ein paar removed worden. Es kam auch ein bisschen was dazu. Warte mal, gehen wir einmal in WoW rein. Was habe ich denn als letztes gekriegt? Unter anderem bei den Draktür kam was rein. Gut, das sind alles Heldentaten. Bei dem Pre-Event hast du ein, zwei Sachen gekriegt, aber jetzt nichts Großartiges. Das sind quasi durch die Geschichte, dass die Fated Raids rausgeflogen sind, mehr Achievements verloren gegangen, als reinkam. Aber obwohl ich weniger habe, ne, alle anderen haben auch weniger, bin ich trotzdem noch auf World Platz 1. Natürlich mit anderen zusammen, ne? Genau. Toys ist übrigens auch noch unten gegangen. Trotzdem bin ich hier auch noch auf Platz 1. Wieder mit mehreren zusammen. Ihr seht, da sind einige, die haben die gleiche Punktzahl. Was das auf sich hat, ist eine Geschichte auf der Seite, und zwar generiert die Seite ja das Toy-Ranking nicht anhand dem, dass sie wissen, wer welche Toys hat, sondern einfach einem Achievement, das die Toys hochzählt. Und teilweise ist das ein bisschen buggy und zählt Sachen doppelt, und dann hatten Leute mehr Toys angezeigt, und zwar ein paar, die, als man eigentlich haben konnte. Und jetzt hat quasi der Entwickler von der Seite einfach ist hergegangen und sagt, jeder, der mehr Toys hat als das Maximum, wird aufs Maximum gecapped, um es halt fair zu machen, weil sonst gibt es halt Leute, die x Toys mehr haben, und dann gehen halt auch für den Completion Score die Punkte maßlos nach oben, ne? Bin ich jetzt nicht hundertprozentig mit glücklich, weil ich Punkte verloren habe, ich kann es nachvollziehen, und es macht schon irgendwo auch Sinn, dass man so macht. Richtig tracken kann man es anscheinend aktuell nicht. Ich hoffe, Blizzard fixt das, weil das ist halt definitiv dann das Problem bei Blizzard zu suchen, weil die halt ihr Achievement nicht vernünftig hinkriegen, dass es das halt gescheit trackt. Ne? Die Seite kann halt auch nur das an Daten rausziehen, was Blizzard einem liefert. Genau, dann Mounts sind 11 dazugekommen. Jetzt bin ich gerade überlegen, was ist dazugekommen. Ich glaube, es waren 8 Mounts vom Draktür Evoker, und dann sind es noch ein paar gewesen über irgendwie so Event-Geschichten, ne? Und ich glaube auch von der Collector's Edition hatte ich schon vorher, jetzt lass mich mal überlegen. Ach, dieses, wo man ja subscriben musste, da hat man, glaube ich, auch nochmal eins, wo wir uns bekommen, oder waren es sogar 3? Diesen Käfer, den Murloc,
Ein Mount weiß ich jetzt nicht, wo ich das hergekriegt habe, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich 11 Mounts plus gemacht. Gut, Pet-Score sind 300 Score hoch. Heißt, wenn man einen Pet auf 25 und blau hat, bringt es genau 100 Punkte. Heißt, ich habe 3 Pets bekommen, ne? Ja, ich bin auch gerade überlegen, was das für Pets sind. Glaube ich auch, über das Pre-Event waren welche dabei. Und sonst, keine Ahnung. Gut, Toys hatte ich ja schon gesagt, da habe ich jetzt 7 Minus gemacht, weil sie dementsprechend das gecapped haben. Appearance habe ich 1718 plus gemacht. Titel und Reputation, da ging nichts voran. Habe ich auch nichts in die Richtung gemacht. Reputations kann ich nicht mehr holen und Titel wären es, glaube ich, ein paar Horden-PvP-Titel, aber das habe ich jetzt nicht angegangen. Eins kann ich euch zeigen, was vielleicht interessant ist. Es gibt jemanden, ich war ja auf Reputations auf Platz 1 mit einigen anderen und jetzt bin ich nur noch auf Platz 3, hat den Hintergrund, dass zwei Leute hier noch ein paar extra Titel gekriegt, Reputations gekriegt haben und ich habe dann mal rausgefieselt, was das sind. Also es gibt keine Ruffaktion, die ich mehr kriegen kann, also ich bin eigentlich am absoluten Max, aber es gab zu verschiedenen Expansions eine spezielle Ruffaktion und zwar, vielleicht finden wir die, das ist nämlich diese Boxbar, ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier noch irgendwo drin ist oder ob die irgendwo bei besonderen Sachen ist. Ja genau, seht ihr, hier diese Boxbar und da gibt es halt verschiedene Seasons, einmal normal den Boxbar-Ruf und dann Season 1, 2, 3 und so weiter und das Ding ist, es gibt sowohl das hier als Horden als auch als Allianz-Version. Und ich habe zwar eine von denen, glaube ich, auch für Hornseite gemacht, aber halt leider nicht alle, ne? Und dementsprechend hätte man damals in MOP und wann die Dinger waren, ich glaube, MOP ging es los, dann kam WOD, glaube ich, nochmal eine, hätte man immer auf Hornseiten und auf Ali-Seite diese Fraktion machen sollen, um dann quasi die auch noch mit abgehakt zu haben. Ich habe aber nachgeguckt, von den Top-Collectern hat keiner alle geholt, ne? Es gibt ja 3 Seasons und einmal nochmal einen Extra-Ruf, ich weiß jetzt auch nicht, wo der nochmal herkommt, also insgesamt 4 Stück. Man könnte 8 haben. Ich habe von denen, glaube ich, jetzt 5, eine Horden, 4 Allianzler, aber es ist, ich habe keinen gesehen, der jetzt alle 8 hat, ne? Also das ist ein bisschen blöd, ist halt dann im Endeffekt auch rausgepatcht, weil klar, die vergangenen Season kannst du nicht mehr machen. Ja, schade drum, aber deswegen bin ich da ein bisschen abgerutscht. So, dann gucken wir mal weiter, wo waren wir jetzt stehen geblieben. Rezepte habe ich 12 geholt. Was habe ich da noch geholt in letzter Zeit? Auf jeden Fall die Geschichte vom Pilgrimsfest, das war ja letztens. Pilgerfreunde heißt es, da habe ich ein paar Rezepte bekommen. Und sonst, ich weiß jetzt gerade überlegen, 12 Stück, wo sind die anderen noch her? Weiß ich jetzt gar nicht, dass ich in letzter Zeit noch irgendwelche Rezepte geholt hätte. Das müssten sie eigentlich gewesen sein. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein, aber ich meine, nö, das waren sie eigentlich. Die einzigen, weil ich ja sonst noch offen hatte, waren die vom World Boss und die habe ich mir bis jetzt nicht geholt. Wir können uns auch mal jetzt das angucken. Warte, gehen wir da einmal auf Rezepte. Aktuell auf Platz 1 fehlen mir 4 Rezepte und es sind auch noch 4 Rezepte, die ich brauche. Es ist einmal, ich glaube, 3 Inji-Brillen und ein Stoffhut, die man halt alle von diesen Cutter-World-Bossen bekommt und das ist halt so eine Chance mit 0,0 irgendwas Prozent. Also das ist, glaube ich, so der ätzendste Farm in WoW, den es gibt oder zumindest gehört es zu den Top 10 von den ätzendsten Sachen, die man farmen kann. Und ja, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das noch irgendwann, aber selbst wenn ich die hätte, ich glaube, der Schamane, der auf Platz 1 ist und auch ein paar andere haben die Sachen auch nicht und haben halt andere Rezepte, die rausgepatcht sind. Ne? In Dragonflights wurde ja schon angekündigt, dass man irgendwie so rausgepatchte Rezepte dann auch angeln kann. Ob das jetzt nur 1 war oder mehrere sind, muss man mal abwarten, aber auf viel mehr komme ich da tatsächlich nicht. Wir können es jetzt mal hier kurz angucken. Wenn ich jetzt auf Rezepte gehe und dann nehmen wir natürlich Expansion Dragonflight raus, ne? Weil das kannst du jetzt noch nicht holen. Und ihr seht, hier sind, das ist immer Zonendrop, steht hier zwar dran, aber das ist eigentlich von diesem Cutter, von diesen Cutter Worldbossen. Da gibt es ja in jeder Cutter-Zone da einen von diesen Worldbossen, die halt x 4 Stunden oder 5 Stunden Respawn-Zeit haben. Genau, also ein Stoffteil für Schneider und das hier sind dann eben diese Juve-Brillen bzw. Monokel sind das jetzt hier an der Stelle. Gut, dann gucken wir mal weiter. Quests, das ist ja das, was ich hauptsächlich gefahren habe. Habe jetzt 238 plus gemacht. Das klingt jetzt nicht so viel, aber jetzt am Ende waren es lauter richtig ätzende Sachen. Zum Beispiel, ihr kennt vielleicht diese Horden War Campaign, wo man sich dann für Saurofang oder gegen Saurofang entscheiden kann. Und das ist halt, ging halt über diese komplette
Expansion, diese War Campaign heißt. Du hast dann in dem ersten Content-Patch irgendwie 50, 60 Quests, dann im nächsten Content-Patch wieder 50 Quests mehr und das ging mal so weiter, ne? Und das ist aber ein langer Queststrang. Und am Ende hast du verschiedene Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Erstmal kannst du dich für oder gegen Sorrowfang entscheiden und so weiter. Und das Problem ist, du kriegst dann andere Quests. Heißt, wenn du an eine gewisse Quest da kommen willst, musst du den kompletten Strang machen. Und der hat dann 200 Quests am Ende. Und ja, ich musste das mit verschiedenen Chars spielen. Erstmal, weil in dem Ding halt T-Mog dabei war. Das war das eine. Und das andere ist, weil ich mich für verschiedene Sachen entscheiden muss. Und dann ist es blöderweise so, das mit Sorrowfang für Sorrowfang entscheiden und ohne, relativ klar machst mit einem Char, ohne mit einem Char mit. Das Problem ist, wenn du dich dann gegen Sorrowfang entscheidest, gibt es zwischendrin dann wieder eine Möglichkeit, wo du dich entscheiden kannst, nur Thanos zu sagen, was, ich glaube Bane oder so, mit so einem kleinen Verrat üben, ne, ob du es ihm sagst oder nicht, kannst dich auch wieder entscheiden. Und dann tut sich auch wieder was anderes aus. Und ganz am Ende ist es dann so, wenn du die ganze Zeit zu Sylvanas gehalten hast, dann gibt es einen, wo du, glaube ich, Varrock Sorrowfang. Oder? Nee, warte mal, Varrock, wie heißt der? Nee, Sorrowfang ist der andere. War das Grimax? Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Dude war das auf jeden Fall. Ich habe die Namen vergessen. Kannst dich dann mit dem aus Orgrimmar fliehen und da musst du dich dann auch nochmal für ihn entscheiden oder gegen den Typen. Und ich habe es ein bisschen verkackt, deswegen, also diese, für zwei, drei Quests, die ich da machen musste, das waren Abende, wo ich da mit meinen Chars durchgeeilt bin. Das hat ewig gedauert. Und das sind so diese kleinen Sachen, da tust du wegen jeder einzelnen kleinen Quest rum. Und ja, das zieht sich dann so ein bisschen. Können wir vielleicht auch nochmal reinschauen, was wir an Quests, oder machen wir es gleich, kommen, sonst vergessen wir es, was mir an Quests jetzt noch fehlt. Gehen wir hier einmal auf Quests. Und dann haben wir hier dieselben Einstellungen. Also ich habe Dragonflight aus... nicht angeklickt, ne, weil das ja die Sachen sind, die man noch nicht machen kann. Und dann tun wir es vielleicht, ne, wo war's, sortieren, habe ich schon nach Kategorie, das ist immer ein bisschen angenehmer, weil da sind ein paar Sachen zusammen, die ähnliche Geschichten haben, ja. Und dann sind hier jetzt ein paar Dinger drin, 24 Quests sind overall noch, ihr seht jetzt nicht alle, jetzt muss ich vielleicht nachher noch ein bisschen rüberziehen oder ich sag's euch einfach, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch von der Allianz, War-Campaign-Quest drin, die kannst du aber bloß einmal pro Account machen und wenn, das ist glaube ich eine Breadcrumb, wenn du die nicht machst, dann kannst du die halt nicht mehr machen, ne, also RIP. Dann habe ich jetzt hier Mythicast Nafria, die Raids, die will ich erst in Dragonflights angehen, wenn die halt easy peasy durchlaufbar sind und ich habe den Raid ja Mythic nicht großartig geraidet, deswegen habe ich da die vier Token nicht. Dann Mission of Unity ist dasselbe auf der Ali-Seite. Das habe ich auch nicht gemacht. Kannst du einmal auf dem ganzen Account machen. Das ist, glaube ich, das, wo die dann die World Quest freischaltet. Das ist eine Quest, die dich hinschickt. Schalte die World Quest frei. Mit allen anderen Twinks kannst du sie halt dann so freischalten. Dann der Azurit Advantage. Das ist auch eine einmal pro Account Quest. Es geht, glaube ich, darum, die Dings freizuschalten. Die Insel-Expedition. Heißt, 1, 2, 3 kann ich auf meinem Account nie mehr machen, egal was ich mache. Dann Hot on the Trail, das ist Love is in the Air, also das Liebes-Event, das ist halt time-gated, das kann ich erst machen, wenn es Valentins-Event ist. Dann Urgent Care ist, das ist eine Quest für die Mecha-Gnome, um die freizuschalten, das ist einfach eine Breadcrumb-Quest. Wenn du die Mecha-Gnome aber einmal freigeschalten hast, was ich habe, ist das auch eine Once-per-Account-Quest und kannst auch nicht mehr machen, also die fliegt auch raus. Dann der Peak of Serenity, Complete Your Training, das ist eine Buggy-Quest mit Monk, ist aktuell... Zumindest weiß es ich nicht. Und ich habe auch ein bisschen rumgefragt. Die kannst du tatsächlich anscheinend auch nicht machen. Also sie ist auch buggy. Ja, also ihr seht ja schon, da geht's halt los. Buggy, 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 buggy kannst du nicht machen. Once per Account. Oder halt time-gated. Dann die Kavitz Soul und... genau, das sind zwei Soul-Shape-Gestalten, die ihr seht. Beide von den Nightfae. Die eine kriegst du von einem Raid-Boss. Das ist, glaube ich, im HC, im Sepulchre. Musste einen von den Raid-Bossen umhauen. Ich habe den im HC1 mal umgehauen, aber der hat halt eine ziemlich geringe Chance, dass es droppt. Das farm ich dann auch irgendwann in Dragonflight, wenn man da easy durcheiern kann. Und das andere ist aus den Paragon-Kisten. Und wenn ihr meine Videoreihe mit den Paragon-Kisten verfolgt habt, wisst ihr, dass ich die immer noch am Farmen bin. Ich kann es euch gerade auch mal kurz zeigen. Seht, warte mal, wo sind wir? Hier hinten ist es, ne? Kurz mal verwirrt halt, da muss ich lang.
Ich habe da schon wieder eine Paragon-Kiste offen und im Inventar habe ich auch eine. Ich gucke halt immer, dass ich mal drei zusammenhole. Dieses Stachelschwein ist das. Es will einfach nicht kommen, wie viel Schweiß ich da schon habe. Ich farme eigentlich seit Anfang, sie sind nicht seit Anfang der Expansion, aber seit die drin sind, farme ich eigentlich jedes Mal die kompletten Quests ab, dass ich hier den Ruf für die Nightfee kriege, um die Paragon-Kisten zu farmen. Es will einfach nicht droppen, also das ist ein bisschen Rotz. Dann habe ich hier Nyalotha, ne? Das ist, glaube ich, NRC und Mythic, auch wieder das Zeugel. Das hätte ich jetzt eigentlich machen können, aber ich denke mal, das wird in Dragonflight auch noch leichter, deswegen habe ich das erstmal aufgeschoben. Dann selbiges mit den Raid-Freischaltungen ist hier Sanctum of Domination. Da habe ich, glaube ich, auch schon 3 von 4 im Mythic, oder? Ich müsste mal gucken, weil das habe ich geradet gehabt, aber nicht sonderlich lange, ehrlich gesagt. Warte, ich muss mal gucken. Ja, seht ihr, im Mythic habe ich 3 von 4, da müsste ich jetzt nur einmal Kaltuzad ist es, glaube ich, dann hätte ich die Quest auch weg. Nachher habe ich 1 von 4 im Mausoleum. Ja, das hat sehr, habe ich 3 von 4 und die anderen habe ich jeweils 1 von 4. Ich glaube, im NRC war ich nur einmal drin wegen den Achievements, ne, Achievement Run. Ja, das, da muss ich mal gucken, aber das mache ich mit Dragonflight. Also die Raids, da dachte ich mir, nee, komm, wenn du da jetzt aktuell Leute suchen musst, dann musst du durch Progress, da habe ich jetzt weniger Lust drauf. Genau, dann gibt es hier noch 2 Sachen, die man einmal von einem saisonalen Event bekommt. Das ist jetzt hier das Winterhauffest. Das ist quasi auch time-gated. Dann dieses Remembrance, das ist eine Buggy-Quest, da habe ich auch schon ein bisschen mich erkundigt gehabt. Die scheint anscheinend kaputt zu sein, die kannst du nichts machen. Dann, das sind die Zeplica-Dinger, die ich euch eben gezeigt habe. Dann haben wir Rule 6, Footnote. Das ist eine Breadcrumb-Quest. Das ist, glaube ich, die einzige, die ich aktuell so richtig erledigen könnte. Da muss ich aber gucken, ob ich irgendwen finde, der dementsprechend Venari auf, glaube ich, Rufpunkt 4 hat und aber diese Questreihe bei ihr noch nicht gemacht hat, dass ich mit dem Party sinken kann. Alternativ bin ich auch schon ein bisschen am Ruffarm mit meinem Hunter, weil der zumindest schon mal auf, der war auf Rang 2, den habe ich jetzt auf Rang 3 hochgefarmt von dem Ruf und jetzt müsste ich halt, weiß ich, noch 6.000, 7.000 Ruf farmen, um ihn auf Rang 4 zu kriegen, dass ich Questreihe kriege und sie dann Party zu sinken. Weil da ist nämlich in diesem Bestienlabyrinth eine Quest, wo du irgendwie hin musst. Und genau da, wo diese Quest ist, kannst du mit so einem anderen Broker quasi sprechen. Und der gibt dir auch eine Quest. Und natürlich nimmt man die im Normalfall mit. Aber wenn du die nicht mitnimmst, die normale Quest abgibst, dann kriegst du von Venari quasi diese Breadcrumb-Quest. Hallo, da war so ein Typ, rede doch mit dem im Endeffekt, ne? Und ja, ich habe natürlich die Quest damals mitgenommen, deswegen habe ich diese Breadcrumb-Quest nicht gekriegt. Und die Voraussetzungen sind halt dafür an den Ruf gebunden, dass man dementsprechend das auch wieder Party sinken kann. Heißt, da muss ich ein bisschen gucken, ob ich da vielleicht noch wen finde, ne, der das quasi Party sinken mir kann, oder ob ich das mit dem Twink dann selber hochfarmen muss. Mal schauen. Wird halt ein bisschen aufwendig. Und dann sind es jetzt hier noch ein paar andere Sachen. Ihr seht, hier steht überall Uldum dran. Und ich habe erst nicht ganz gecheckt, was das genau ist. Also das sind alles Quests. Man hat auch in Uldum, kann man noch so einen Selektiden-Mount ausbrüten quasi. Dann hast du es erst in so einem Ei, dann als Larve und dann hast du es auch als Pet, glaube ich. Und später kriegst du es als Mount. Sieht nicht sonderlich toll aus. Ist halt so eine Drohne quasi. Und das sind die Quests dafür. Und die Geschichte ist, anscheinend sind es, also die Quests kriegst du jeden Tag eine Daily-Quest. Und ich dachte, das sind halt Dailies, die ja auch nicht getrackt werden. Aber das sind anscheinend richtige Quests. Und du musst halt für jedes Stadium 5, 6, 7, 8 Quests machen, wie viel genau es sind, um dass sich diese Drohne dann in das nächste Stadium verwandelt. Diese Quests sind von jedem Stadium anders. Und je nachdem, was du für Invasionen hast, also diese, ne, Invasion in Uldum und wo war es, Tal der ewigen Blüte oder so, wie das heißt, kriegst du andere Quests. Und ich habe das dann mit dem Main gemacht, dachte, ich habe halt das Mount und die Quests alle, aber nein, jetzt muss ich halt auf bestimmte Quests warten mit einem anderen Twink, um die restlichen mit einzusammeln. Das ist ein bisschen blöd, ist ein ewiges Krummgewart. Ich warte schon seit 1,5 Wochen drauf, dass die richtige Quest kommt und ja, da muss ich mal gucken. Also das sind alles die hier. Als die einzige, die ich aktuell jetzt außerhalb von den Raid-Sachen farmen könnte, wäre das hier noch. Und das andere sind halt die Seasonal-Sachen, die ich abwarten muss, beziehungsweise die Hälfte der Quests ist halt leider buggy und für mich nicht mehr erreichbar. Ich könnte für diese Once per Account-Quest mir einen neuen Account machen, diese Sachen erledigen und dann den Char, den ich da hätte, rübertransen auf meinen richtigen WoW-Account. Wäre aber ziemlich zeitaufwendig, weil ich den Char wieder komplett hochspielen müsste und ich müsste mir halt nochmal ein WoW kaufen und die Spielzeit, also ich bin es am überlegen, aber naja, es ist halt schon echt ein bisschen dumm eigentlich, dass man dann zu sowas greifen muss, um diese restlichen Quests zu kriegen.
Gut, so viel dazu. Dann waren wir jetzt hier bei der Liste, soweit nicht ganz durch, genau, hier waren wir stehen geblieben. Es gibt jetzt hier unten, habe ich ja noch diese Sachen, die keine Punkte bringen, sondern die einfach nur zusätzlich angezeigt werden. Da ist jetzt was dazugekommen, ich kann es jetzt einmal zeigen. Die haben Achievements dazu gebracht, das zeigt quasi nicht die Punkte an, sondern die einzigartigen Erfolge, die man hat. Und früher gab es ja die Feats of Strengths und Legacy Achievements ja hier sowieso schon, ne? Und die anderen Sachen sind auch geblieben. Und da können wir auch gucken, was ich da plus gemacht habe. Gut, die Kategorie gab es vorher nicht, also habe ich den kompletten Punkt fertig. Dann Feats of Strengths habe ich 25 plus gemacht. Das sind wahrscheinlich die Fated Raids mit dabei. Legacy Achievements habe ich irgendwie 53 Dinger plus gemacht. Keine Ahnung, warum da so viele sind. Aber da sind anscheinend doch mehr Sachen zu Heldentaten geworden. Mehr Achievements, als ich dachte. Ne? Also 53 ist halt richtig viel, ehrlich gesagt. Pets haben wir 3 plus gekriegt, das haben wir ja oben schon im Score gesehen. Alls, das sind quasi die Max-Level-Chars. Ich habe ordentlich angezogen, ich bin jetzt bei 111 Max-Level-Chars, ist aber auch vielleicht der ein oder andere Evoker dabei, ne? Und die starten ja schon auf 58, da hast du relativ schnell einen 60er-Char. Genau, schöne Schnapszahl, 111 haben wir jetzt. Habe ja jetzt auch mittlerweile die 4 Accounts laufen. Ob ich die in Dragonflight weiterlaufen lasse, wollen wir mal gucken. Dann Alls-Score, habe ich quasi 1273 plus gemacht, das sind die Level, also ich habe seit dem letzten Mal 1273 Level plus gemacht. Ob das so aussagekräftig ist, weil erzählen natürlich, hier stellen mir einen Trial Char, der ist Stufe 50, dann gehen hier 50 Punkte hoch, also immer mit Vorsicht zu genießen. Honor Level, also die Ehrenstufen, habe ich nichts plus gemacht, habe nicht wirklich PvP gespielt und ich habe ganze 23 mehr Kills gemacht, also ihr seht, PvP war ich eigentlich gar nicht unterwegs. Und dann kommen wir jetzt hier als letztes zum All Things Score. Da ja, war ich vorher bei 21.500 Patzakten, was mir noch an Items gefehlt hat. Jetzt sind es nur 19.285 und das sind 1,23% und die ich quasi plus gemacht habe von 86, 26 auf 87, 49. Hört sich nicht viel an. Ihr müsst aber bedenken, ich bin aktuell quasi im, wie schimpft sich das? Achso, das haben, übersetzen die es jetzt? Oh boy, okay, das ist Wahnsinn. Account für vollständiger Modus. Es klingt sich falsch. Es klingt einfach nur falsch. Wie hieß das auf Englisch? Insane Account Competition Mode? Irgendwie so hieß das auf Englisch, dass sie das jetzt übersetzt haben. Okay, interessant. Also das ist quasi alles bei überall, alle Haken drin, ne? Halt für, auch für alle Klassen und so. Das ist hier dann ausgegraut, dass dementsprechend alles angezeigt wird. Ich habe jetzt hier auch noch die ganzen Seasonal-Belohnungen drin. Was halt viel ausmacht, ist, glaube ich, Zeitwanderung, ne? Wenn ich Zeitwanderung rausmachen würde, jetzt schauen wir mal, was sich dann ändert. Zeitwanderung ist, glaube ich, ein relativ großer Punkt. Ja, seht ihr? Geht schon ordentlich nach oben, das sind über 1000 Sachen. Und ja, aber ich lasse es trotzdem drin. Theoretisch kann man das ja noch im Game kriegen. Das Einzige, was ich quasi jetzt hier bei den Sondersachen nicht angeklickt hat, unerreichbar, ne? Also Sachen never implementiert, also Sachen, die nie im Spiel waren, warum soll ich die tracken? Ist klar, dass ich die nicht hab, ne? Und so, und dann gibt's noch ein paar andere Sachen. Was man machen könnte, ist Black Market. Da könnten wir noch gucken, oder Trading Card, aber die Trading Card-Dinger habe ich eh alle, also, ja. Genau, so viel das. Jetzt können wir hier noch hier einen Ticken durchgucken. Einige Kategorien, aber wo ich halt jetzt zu 99% unterwegs war, sind die Außenbereiche. Mein Ziel war ja, die ganzen Quests alle zu erledigen. Ich habe euch gezeigt, was noch an Quests über ist. Heißt, das würde jetzt wenig überraschen, dass da so gut wie nichts mehr drin ist an Quests. Aber ich habe, weil ich mir dachte, okay, ich queste ja eh schon durch, dementsprechend auch noch nebenbei die Händlersachen mitgenommen, irgendwelche Rare Kills mit T-Mark und so, aber dieses ganze Zeug habe ich mitgenommen, weil wenn ich eh schon in Zonen bin, dann mache ich es wenn dann komplett durch, ne? Deswegen habe ich ja auch mit 4 Accounts jetzt gespielt, um dementsprechend alles T-Mark auf einem Aufrutsch mitzunehmen, um da einfach fertig zu sein. Jetzt kann ich euch mal zeigen, was ihr noch drin hier seht, es sind noch 4000 Sachen bei den Außenbereichen, klingt jetzt viel, das allermeiste von diesen 4000 Sachen sind eigentlich Dungeon Drops, die hier nur drin sind, weil ein Händler dann die Sachen auch verkauft von dem Dungeon Drop, aber du kannst es nicht direkt kaufen, sondern das durch irgendwelche Tokens sind, die man damals gebraucht hat, um dementsprechend das Token, was du aus dem Raid gekriegt hast, beim Händler umzutauschen zu einem Item. Mittlerweile kannst du einfach die Tokens anklicken, kriegst die Items, die Händler haben aber trotzdem halt noch die Sachen, genau. Und so sieht es halt aus, ne? Ihr seht im Kalendor, im kompletten Kontinent ist nur Ogrimmar drin und da sind nur Verkäufer drin und das sind halt genau diese Sachen, ne? Da gibt es halt dann für jede Klasse ein Set und deswegen sind da halt extrem viele Sachen drin. Genau, also da seht ihr, das sind die verschiedenen Raid-Sachen,
die man einfach bei den Händlern hat. Genau, also das sind halt allein schon mal 500 Sachen in Kalendor. Und SW Königreich sieht genauso aus, da habe ich halt SW. Da sind es die ganz gleichen Sachen, die in OG verkauft werden. Die Allianz kriegt halt den gleichen Kram wie die Horde. Und dann sind es halt schon mal 1000 Sachen, einfach nur für dasselbe. Und was dann halt noch zusätzlich drin ist, ist Insel von Quel'Danas. Und da sind es die Raid-Sachen aus Sunwell, genau. Und das ist halt auch wieder mit so einem Token-Zeug. Ne? Das sind auch so Set-Sachen wieder, die man da kaufen kann. Genau, dann haben wir die Scherbenwelt, da sind ein paar mehr Sachen drin. Was wir auch wieder haben, sind einfach hier Händler, das sind dann halt einfach die Burning Crusade Sachen. Einmal halt für Horde und einmal, ach nicht für Horde und Allianz, sondern für Aldor und See, ja, da ist die Aufsplittung. Also da ist es dann tatsächlich so, dass hier auch alle Items wieder zweimal drin sind. Natürlich kriegst du die gleichen Raid-Items, egal ob du See oder Aldor bist. Also theoretisch hast du die sogar dreimal drin, weil du hast es hier einmal als Seher, hier einmal als Aldor drin und dann bei Dungeons hast du auch nochmal drin. Deswegen, ja, ist es teilweise ein bisschen aufgeblasen. Das. Und bei Quests, seht ihr, das ist keine Quest, wo ich normalen Loot kriege, sondern da ist so ein Gefängnisschlüssel drin, den man wiederum braucht, um ein anderes Item zu holen. Und dieses andere Item, da kann man in einem Dungeon einen extra Boss beschwören. Und ich habe von dem Dungeon-Boss, habe ich alle Loot, aber es gibt noch eine extra Version von dem Dungeon-Boss im Time Walker und im Time Walker wiederum fehlt mir der Loot. Also, ja. Sonst hätte ich mir das tatsächlich gefarmt, dass es hier raus ist, ne? Aber um in die richtige Timewalker-Indie zu kommen, ist ein bisschen schwierig, weil da muss erstmal das Timewalker-Event sein und dann kannst du nur random queuen und ja, naja. So viel dazu. Und was ist eine Share? Und genau hier im Share-Grad seht ihr, da sind da Pexesplitter drin, weil ich die auch wieder brauche für dieses selbe Item, ne? Um dementsprechend den einen Boss in dieser Indie eben auch in Dune zu beschwören. Das ist nämlich hier dieses Item, damit kann man das beschwören und dafür, das braucht man anscheinend irgendwo Apexesplitter. Ich habe mit Main das Dauerbeschwör-Item, also da kann man so eine lange Questreihe machen und dann muss man nicht irgendwie so ein Item holen, wo man aufbraucht, sondern dann kann man den immer beschwören. Aber ja, das bringt mir jetzt noch relativ wenig, wenn halt das Timewalker-Event nicht ist. Und sonst sind hier im Nethersturm noch die PvP-Waffen, die man sich kaufen kann. Dann braucht man aber mit der jeweiligen Klasse, glaube ich, einen 1800 Rating im RBG oder die alten Titel aus Classic für, ja, also, ne, die alten PvP-Titel aus Classic. Genau, also da kann ich auch nichts machen. In Norden ist es wieder das mit den Verkäufern, ne, hier hast du halt einfach nur den ganzen Raid-Schmuh drin quasi. Da kann man auch nichts machen, sind halt auch wieder 500 Sachen. Pandaria, seht ihr, das ist halt auch wieder das komplette Raid-Gear hast du hier drin. Im Schrein einmal Allianz, einmal Horde, ist halt auch wieder gedoppelt. Dann Insel des Donners, ist halt auch wieder ein Händler für Raid Gear. Für Thron des Donners hier bei der Quest. Gibt es noch irgendwas für einen Schurken? Das könnte ich mir vielleicht mal noch gucken. Das ist eine Schurken-Artefaktwaffe. Das ist aber nur für die Quest, kriegst du einen Schlüssel und dann kannst du, glaube ich, in so eine Schatzkammer rein und irgendwo gibt es eine Rogue-Artefaktwaffe. Das müsste ich mir mal noch angucken. Also, das wäre so das Einzige, was ich da machen könnte. Und Tonglong-Steppe ist, glaube ich, auch noch hier wieder Raid-Gear. Und ja, dann wäre jetzt hier noch die zeitlose Insel drin. Und hier ist es ein Haufen Gear, was es da gibt. Das Problem an der Geschichte ist, das ist ziemlich random, dass man das Gear kriegt. Und dann gibt es diese Last der Ewigkeit, wo man das upgraden kann, ne? Und du weißt nicht, was du da rauskriegst. Du musst, ich glaube, 50.000 Marken für einmal die Last der Ewigkeit musst du farmen. Also das hier ist ein Todesgrind, ja. Das habe ich jetzt mal nach hinten geschoben. Das ist eine Sache, die ich in den Außenbereichen machen könnte. Aber das ist ein Todesgrind. Ich glaube, da kannst du ein Jahr wirklich durchfarmen und hast trotzdem nicht alles. Also, das werde ich irgendwann mal machen, aber sicher nicht aktuell. Da muss ich viel anderes haben, was ich das angehe. Dann in Draenor, da habe ich jetzt hier noch einen Rare. Und ich habe den über 2-3 Wochen versucht zu campen, zu gucken im War-Mode, im Non-War-Mode, mal 5-6 Stunden am Wochenende dran gestanden, mit Party-Sync, mit Chromie-Time, ich habe alles probiert, ich habe den Typen kein einziges Mal gefunden, mit Server-Hoppen, also ich habe wirklich viel probiert, ich habe ja Chars auf x verschiedenen Servern, also wenn den Typen geben würde, dann hätte ich ihn gefunden, das kann ich euch sagen. Und ja, das Gute ist, dieses Item bei diesem Rare, das wird auch verkauft von einem Zeitwanderungshändler und zwar wirklich dieselbe ID. Heißt, ich muss einfach jetzt nur warten, bis Warlords of Draenor Timewalker ist und dann kriege ich das Item und dann hat sich das mit dem Rare auch erledigt. Ich habe das blöderweise lange nicht gecheckt, das hat mir dann erst einer im Discord. Ich habe nämlich nachgefragt, ob jemand eine Ahnung hat, nachdem ich den halt so lange nicht gefunden habe, ob es dann nämlich irgendeinen Trick gibt. Hat gemeint, ja du, ne, einfach zum Timewalker-Händler lauf nicht. Dann dachte ich mir so, okay, dumm, dass ich jetzt so viel gecampt habe, obwohl es so einfach gewesen wäre, ne, aber manchmal ist es so.
Und Nagrand ist jetzt noch ein Bonusziel. Das ist aber auch ein bisschen getimegated, weil das ist nicht ein normales Bonusziel, sondern eins, was du nur kriegst, wenn du während der Kriegskampagne von Warlords of Draenor die richtige Kriegskampagnen-Quest hast. Nur dann ploppt das Bonusziel auf und du kannst jede Woche nur eine Kriegskampagne machen. Und ich meine, es sind 12 Stück. Und ich bin da jetzt seit 5 oder 6 Wochen schon dran. Und das sind noch ein paar andere von diesen quasi Bonuszielen gewesen. Und mach quasi jetzt jede Woche immer diese, ja, Quest, die dauert nicht lange, das ist meistens nur 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal vielleicht. Und hoffe, dass ich dann halt die richtige kriege, weil die sind halt random, ne? Die sind nicht nach einer gewissen, die kommen nicht alle chronologisch hintereinander, sondern das sind immer, glaube ich, ein Viererpack, die halt in einer verschiedenen Reihenfolge kommen. Und dann kommt halt der zweite Viererpack und der dritte Viererpack, ne? Und dementsprechend, ja, muss ich mal gucken. Ich hoffe, die kriege ich demnächst. Das ist das Einzige, was mir Nackrand noch fehlt. Und in Talador ist es quasi auch einmal so ein Bonusziel, was dementsprechend wieder mit der Kriegskampagne zu tun hat. Und dann haben wir noch den Händler, der hat hier auch die Nachbildung, die er vorher schon in der Area 52 gesehen hat, also in der Scherbenwelt. Also das ist auch wieder das mit dem Rating aus dem RBG. Dann verheerte Insel. Da habe ich in Dalaran, sind es noch ein paar so Legendary-Gegenstände, wie ihr seht. Ich habe mir jetzt schon einige gekauft gehabt, da gibt es so eine Währung, die man aber auch unter anderem in Raids kriegt. Also wenn ich irgendwann mal die Raids farme, dann werde ich mir die easy kaufen können. Ein paar Klassen habe ich schon fertig. Ihr seht, ich brauche jetzt noch DK, ein paar Dinger, 7 Stück. Hunter brauche ich noch ein paar, Demon Hunter, Schamane, Monk, Pala und Krieger. Und die anderen Klassen, da habe ich schon alle Legendaries. Genau, das ist das eine. In Dalaran, in Asuna. Ja, da ist es in Red, den habe ich heute noch gar nicht geguckt. Und zwar, ich habe das mal auf WoW Head nachgeguckt. Da haben manche geschrieben, sie haben 3-4 Monate gewartet, bis der Rare mal da war. Das liegt daran, warte mal, wo muss man nach Asuna? Der ist nämlich irgendwo hier oben. Warte mal, was ist das für eine Worldquest? Nee. Der ist nur bei einer bestimmten Worldquest da und anscheinend scheint die richtig selten zu sein. Ich versuche jeden Tag zu gucken, wenn ich dran denke. Heute habe ich noch nicht geguckt, aber jetzt haben wir das gerade gemacht. Und ja, der droppt halt hier ein Item, Plattenteil. Hoffe, dass jetzt mal die Worldquest demnächst irgendwann kommt. Und dann haben wir hier noch so Zonendrops. Da muss ich nochmal irgendwie gucken, wie ich da rankomme. Ich meine, die sind unter anderem in den Emissary-Kisten drin. Im Hochberg ist halt auch wieder Zonendrop, ne? Und in Valshara ist jetzt noch eine Quest. Und die seht ihr, da gibt es ein Item für Abenteurer oder Rufer. Keine Ahnung, was Abenteurer ist, aber Rufer ist halt die neue Klasse. Und im Legion hat der Rufer allgemein in jeder Zone 2-3 Waffen bekommen. Die Geschichte ist aber, dass der Rufer ja eh mit Stufe 60 immer aus dem Startgebiet rauskommt. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum sie da Waffen reingemacht haben. Ich weiß zwar, dass alle anderen Klassen in Legion die Legendary-Waffen haben und dementsprechend, wenn du da durchlevelst, halt gar keine einzige Waffe im komplett Legion gibt, die man durch irgendeine Quest kriegt, weil du ja eh deine Artefaktwaffe hattest, ne? Und die jetzt der Rufer nicht kriegt, aber da der Rufer eh Stufe 60 ist und nie durch Legion-Content leveln wird, weiß ich jetzt nicht, ob das sinnig ist. Vielleicht tut Blizzard das für in 5 Add-ons rechnen, wenn sie wieder einen Level-Squish machen und sie da schon mal Vorsorge tragen. Aber naja, das war halt nervig, weil ich halt vor 2-3 Wochen alles in Legion durchgequestet habe, mit allen Rüstungsklassen, alle in T-Mog mir geholt habe. Und dann kommt eine Woche später der Rufer raus und ich konnte dann nochmal questen. Aber gut. Und die eine Quest, die jetzt hier noch offen ist, die ist leider buggy. Also ich konnte 30, 40 Quests vorher machen mit dem Rufer. Und dann 2 Quests oder eine Quest, bevor die Quest kommt, konnte ich sie nicht annehmen. Ich habe mit ein paar anderen Chars parallel noch gelevelt, ne, um mit Party-Sync diese Party-Sync-Kisten zu kriegen. Mit dem Schamanen konnte ich es annehmen, mit dem Druid konnte ich es annehmen und wenn ich mit dem Rufer da stand, konnte ich die Quest nicht annehmen, die quasi die Vorquest dazu ist. Und dann habe ich es versucht zu teilen und dann stand dran, dass es mit der Klasse nicht geht. Also der Rufer ist class-locked auf die Pre-Quest von der Quest hier, wo es ein Only-Rufer-Item gibt. Ja, heißt, hat Blizzard wieder irgendwas verkackt. In Asuna waren auch so Quests, da konntest du mit dem Rufer auch eine Quest nicht annehmen. Das haben sie gefixt, das haben sie irgendwie nicht erwischt. Und ja, mal gucken, wenn das gefixt wird, hole ich mir das hier tatsächlich auch noch. Und dann sind hier jetzt einfach nur noch normale Zonendrops drin. Also ihr seht, ein Legion ist jetzt auch nicht viel. Dann Argus. Ja, das ist so eine Sache, da bin ich jetzt mit X-Chars die letzten Tage und Wochen am Farmen und habe auch schon, wo ich die Rezepte gefarmt habe, da sehr viel Zeit verbracht. In der Vindica gibt es bei diesem Händler, wo man mit diesem Agonit quasi sich ein Random-Item kaufen kann und das dann, ja, kannst du dann erstellen, das Item, und dann kommt einfach ein
random Item aus komplett Legion raus. Also du kannst dann einen Token kaufen, natürlich einen Umhang, und dann können dann alle Umhänge aus Legion rauskommen. Das ist schon ein relativ großer Pool. Und es gibt einen Umhang, der anscheinend nur über dieses Gamble rauskommt und nicht mehr durch eine andere Dropquelle auch gibt. Weil sonst, ihr seht, wenn ich jetzt hier drüber fahre, gibt es nur wesentlich mehr Items, aber diese anderen Items, die hier drin sind, die ich noch brauche, die gibt es halt dann auch in irgendeinem Dungeon, irgendeinem Raid, irgendwo anders. Und der Umhang ist halt anscheinend nur da. Bei dem Händler gibt es halt auch Ringe, Brust-Items, ich wollte jetzt fast schon Brüste sagen, aber ihr wisst, was ich meine, Brustplatten, Helme, Schultern und so weiter. Also man kann da alles holen, da habe ich ja unter anderem auch die Klavierschultern gegambelt, ne? Genau. Also das wird mir noch fehlen, und dann auf Aridats, wie es jetzt neu heißt, gibt es halt hier ein Stoff- und ein Plattenset. Vom Stoffset fehlen mir nur einige Items, Platte brauche ich nur eins, aber teilweise mache ich das mit 10 Chars am Tag, dass ich alle Kisten öffne. Das sind immer fixe Kisten, die sind dann auch für jeden selbst, ne? Also du kannst die nicht weglooten, du hast auf jeden Fall deine fixen Kisten. Die sind zwar random im Gebiet verstreut, also musst du schon echt ein bisschen suchen. Aber du kannst da dann, was sind 7, 8, 9 Kisten am Tag aufmachen. Die Dropchance ist so unterirdisch. Also ich mache das seit x Tagen jetzt und da kommt echt wenig rum bei. Selbiges war dann auch in Antorische Ödnis oder so. Da gab es aber nur ein Plattenset und das habe ich mittlerweile fertig gekriegt, genau. Und dann fehlt mir noch ein Platten-Items von den Rares aus Krokun, beziehungsweise in Antorischen Ödnis gibt es, glaube ich, auch einen, der das droppen kann. Und das droppt halt auch echt mies. Das habe ich ja mit meinem Berufszeug dann auch über ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich jeden Tag die Rares umgehauen. Und ja, jetzt habe ich wieder angefangen damit, aber immer noch ein Item hier ausstehend. Dann haben wir jetzt Kultiras und Zandala. Hier war auch noch Nasjatar dabei. Das habe ich vorgestern fertig gekriegt. Da war eigentlich nur noch mal Divas Labor. Da gibt es ja so einen, wo man dann jede Woche einen Boss beschwören kann. Das habe ich mit ein paar Chars fertig gemacht gehabt. Und dementsprechend Nasjatar komplett raus. Und dann gucken wir mal rein. Jetzt hier in Kultiras ist jetzt eigentlich nur noch Boralos drin. Und da ist als ist zwar eine Quest in Anführungszeichen, aber das ist einfach hier die Warfront und da gibt es halt dann eine Kiste und in der Kiste kann dann halt ein random Teil drin sein. Ne? Und ihr seht, da gibt es alle möglichen Items. Also das hier, aber die Warfronts, die zähle ich halt eher als Dungeon-Sachen. Ne? Das ist ja instanziert, also das habe ich bis jetzt noch nicht gefarmt. Das muss man auch mit einer Gruppe machen und ja, mal gucken, das werde ich vielleicht irgendwann in Dragonflight machen, wenn ich zukomme. Das ist das eine und dann gibt es hier auch wieder so eine Zonendrop-Geschichte. Ich meine, die waren in BFA, waren die bei den World Quests dabei oder vielleicht auch in den Emissaries. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, wo man die herkriegt. Und dann auf Zandala ist halt dasselbe, ne? Gibt halt hier dementsprechend auch wieder die Warfront-Belohnung. Das müssten eigentlich, sind es gleich viele? 19? Das müssten eigentlich, ja, das ist das Gleiche, ne? Es ist dann wurscht, ob man es wahrscheinlich als Allianz oder Hordler holt. Das, und dann gibt es aber hier noch Verkäufer. Und zwar zwei Folianten. Einmal für Magier und einmal für Schamane. Einmal für Hexen und halt einmal für Schiepen. Und da gibt es dann halt andere Verwandlungsdinger, ne? Hier gibt es dann als Magier ein Terrorhorn und als hier als Schamane gibt es den Seelenreißer der Zanlari. Das wird irgend so ein Dino sein, ne? Ich kann mir vorstellen wie Jani oder sowas, dass das sowas ist. Das Magier-Ding brauche ich noch. Da habe ich jetzt einen Magier, wo ich irgendwie auf wohlwollend zwei Drittel oder so bin. Da muss ich mal noch das fertig basteln. Und das andere mit dem Schami. Ich habe glücklicherweise mit einem Schamanen da alles gequestet gehabt, sowohl komplett jede Zandalari-Zone durch, als auch mit dem Schamanen die komplette War-Campaign. Und es hat gerade gereicht, dass ich respektvoll wurde. Also das konnte ich direkt kaufen. Mit dem Magier habe ich nur die Zonen gemacht und nicht die War-Campaign. Und der war dann halt gerade so auf wohlwollend nur. Dann habe ich jetzt noch ein paar andere Sachen gemacht gehabt, ein paar Worldquests und solche Gedönse. Und jetzt, naja, jetzt fehlt noch ein bisschen Ruf. Aber das eine muss ich halt noch Party singen. Das habe ich auf dem Second-Account oder, ja, ich glaube auf dem Second-Account gemacht. Das muss ich mal nur rüber Party singen. Und das hier muss ich halt noch fertig farmen. Genau. Zonendrops ist selbe wie quasi drüben. Da muss ich mal gucken, wo man es holt. Genau, das sind soweit die alten Zonen. Also jetzt wirklich so in den Zonen habe ich so gut wie alles. Und in Shadowlands, da bin ich jetzt aktuell unterwegs. Quests habe ich hier auch alle soweit gemacht. Was hier halt drin ist, wenn wir jetzt in Oribos reingehen, ist es halt Ehre. Ne? Klar, mit Ehre kann man halt diese Ehrenabzeichen kaufen. Und ich habe zwar eigentlich alles, was ich aktuell mit Ehrenabzeichen kaufen kann, außer diese Teile, wo man halt mit allen möglichen Klassen das RBG-Rating braucht. Ne? Und dementsprechend, deswegen ist hier die Ehre noch drin. Und beziehungsweise es gibt wahrscheinlich auch hier noch Items. Und wo haben wir es genau?
hier gibt es diese ganzen PvP-Items, ne, vor allem halt für Platte, Kette und Waffen für die aktuelle PvP-Season. Ich habe zwar das Lederzeug, aber natürlich die ganzen anderen Rüstungsklassen nicht. Bei alles Lederzeug habe ich anscheinend nicht, einen Gürtel habe ich mir nicht gekauft, aber da braucht man halt dann die PvP-Punkte für, um das Zeug kaufen zu können, genau. Aber das kannst du dann irgendwann nächstes Add-on mit den Marken einfach nachkaufen, das sollte kein Stress sein. Ich werde jetzt nicht mit einem Hexer oder so nochmal die ganzen Dings farmen und einem Worry und so weiter, ne, also das mache ich sicher nicht. Gut, dann sind es jetzt hier die Zonen. Was brauche ich hier noch? Gut, hier ist halt die eine, ne, die Stachelschweinseele noch drin und dann sind es noch zwei Rares. Einmal habe ich jetzt hier eine Axt, die ich noch brauche. Ich bin jetzt die letzten Tage schon immer hier die Sachen am Abklappern. Und dieses mystische Regenbogenhorn, das ist sau selten. Also ich weiß nicht. Da habe ich jetzt diese ganzen, was sind es, irgendwie Trommeln oder irgendwas muss man da suchen, um das beschwören zu können. Das ist ein bisschen ätzender. Da fehlen mir noch zwei Sachen. Dann der Bastion, da sind so ein paar mehr Rares. Vor allem, die haben richtig viele Waffen teilweise dabei. Irgendwie will er nichts droppen. Ich habe jetzt seit Tagen mit zwei Worries, zwei DHs habe ich immer die Mobs abgefarmt. Die droppen einfach nichts. Dann in Cortia. Wir sind jetzt nicht, ob wir da alles aufklappen wollen, aber das sind hauptsächlich, glaube ich, Stoffsachen, wie ihr seht. Ein paar Ketten-Items zwischendurch. Das sind nur einige Rare-Sachen, die ich da noch offen habe. Dann in Maldraxxus. Seht ihr, da sind es auch noch ein paar Rare-Geschichten. Vor allem hier der Sammler Kasch, ne? Den habe ich jetzt auch x-mal umgehauen. Will es einfach nicht droppen. Ich glaube, alle müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, aber es sind ein paar Rares einfach noch. Kiste. Ah, das ist so ein Special-Ding, wo man eine bestimmte World-Quest für braucht. Ich muss mal gucken, ob die heute zufällig da ist. Nee, das ist hier mit so Ballisten, ne? Da muss man noch ein paar Reagenzien zusammensammeln und dann kann man dementsprechend da ein Item looten. Das ist eine von den Reagenzien. Und hier für einen Hunter noch was. Oh, da muss ich mit meinem Jäger später mal noch hinschauen. Da kann man bestimmte Pets dann noch zähmen in Maldraxxus. Gibt's eins und in Revendreth habe ich heute eins geholt. Da kann man dann auch irgendwelche Viecher daraus quasi zähmen. Revendreth, haben wir hier Zonenreward ist drin. Okay. Taschendiebstahl, puh, mit dem Schurken mal noch gucken. Dann gibt's Verkäufer. Das sind, glaube ich, auch die Materialien, um dieses eine Schwert rauszuziehen. Ja, da unten seht ihr das schon. Schätze sind es auch noch ein paar. Das Blöde ist, das sind teilweise halt auch die Schätze, die man nur kriegt, wenn die Quest ab ist, dass man diese Coins looten muss oder diesen Zonenbalken auffüllen muss, ne? Und der muss halt ein Revendreth sein, also da muss die richtige Emissary sein, dass die Kisten da sind. Und die droppen auch eher mies, habe ich rausgefunden. Ein paar Rares brauche ich auch noch. Den habe ich heute gemacht, den muss man beschwören, da braucht man vier so komische Rollen. Hat ewig gedauert, bis ich die Rollen zusammen hatte. Und ich habe das immer noch mit zwei Chars gemacht, also ging es halt noch in Anführungszeichen doppelt so schnell, weil ich mit beiden looten konnte. Und was hier noch richtig ätzend wird, ist die Tatsache, dass ich bei den Eingeschworenen diese Inquisitoren brauche. Ne? Und die droppen halt ewig viel Stuff, wie ihr seht. Also da muss ich mal gucken. Das wird eine langfristigere Angelegenheit. Und Fraktionen sind halt auch hier die Inquisitoren. Also das ist da irgendwie zweimal drin. Genau, das soweit. Dann Schlund ist halt diese Regel 6, ne? Das, was ich euch vorher schon erzählt habe über den Quest. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal drauf eingehen. Und ziemlich viele Rares. Ich habe jetzt auch mit dem Char heute schon eins wohl gekillt. Und mit vielen anderen auch. Da waren jetzt die Tage noch viel mehr drin. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass diese ganzen, das sind ja nicht mehr Rares, das sind einfach so Special Named Mobs, dass die alle Teamwork dabei haben, ne? Und die droppen es ehrlich gesagt auch nicht sonderlich gut. Also ich habe da schon einige umgehauen. Vor allem es gibt oben bei dem Raid-Eingang ein paar so Elite-Rares. Hier, da gibt es so Yif oder wie die heißt, so eine, ja, ich weiß nicht, ob das Hydra ist. Ne, Hydra ist es nicht. Ja, mit mehreren Köpfen so ein Viech halt, ne? Und irgendwie fast 2 Millionen live. Hier läuft auch noch so ein Dicker rum mit 2 Millionen mit meinem Gammel-Twinks, die runterzuhauen. Das dauert halt richtig lang. Mit den Tanks geht's, die überleben das, aber es dauert halt 5 Jahre, die zu töten. Das Gute ist, mittlerweile habe ich halt rausgefunden, dass ich ein Vollidiot bin und da immer hingelaufen bin, denn es gibt ja die Möglichkeit, wenn man sich die Ports geholt hat. Moment, wo haben wir es? Hier. Es gibt ja die Raid-Ports, ne? Und diese sind tatsächlich account-wide. Also mit jedem Gammel-Char, jeden Level 1-Char kriege ich diese Ports. Das ist immer ganz witzig. Ich log ein und habe dann schon, weil das Spiel dir automatisch die Spells in die Leiste legt. Und wenn du halt keine Spells hast, dann kriegst du halt diese Ports in die Leiste. Das heißt, mit Level 1-Char hast du irgendwie dann diese Ports drin.
Also ich sage mal so, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass nichts Gutes passiert, wenn du mit Level 1 dann in den Schlund portest zu den krassen Elite-Mobs. Ich will es nicht rausfinden, aber es geht auf jeden Fall. Ne? Und das Schöne ist, dann kann ich mich zumindest dahin porten. Für Revendrest kann ich mir auch hinporten, gut. Jetzt hier noch Zermortis, ob das notwendig ist, ist die andere Sache. Aber hier fehlen tatsächlich noch viele Sachen. Da bin ich jetzt aktuell noch so ein bisschen dran. Wir können es auch einen Ticken größer ziehen, dann sieht man es vielleicht. Und sonst, ja, dann gibt es hier noch Spezialpeiniger auf Torgas. Die sind, glaube ich, nur alle 2 Stunden da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es zu den geraden oder zu den ungeraden Zeitpunkten waren. Ich glaube, das mit der Zeitumstellung switcht das auch immer ein bisschen hin und her. Und dann gibt es noch Zorn des Kerkermeisters. Das ist, glaube ich, auch dann immer, das eine ist zu den Geraden, das eine ist zu den Ungeraden, ne? Also das switcht dann, glaube ich, so ein bisschen. Da fehlen mir halt auch noch richtig viel Stuff. Das habe ich nie großartig mit den anderen Rüstungsklassen gefarmt. Und dann ist noch ein bisschen was im Riss. Das sind jetzt nur noch 2 Sachen. Vorhin war ich mit meinen Huntern unterwegs, habe einen Teil gekriegt, da waren es noch 3. Und da sieht es schon ganz gut aus. Und dann das letzte, was wir haben, Terramortis. Hier ist es quasi, da sind diese Sandrelikte noch drin, weil man sich da Items kaufen kann. Die Items habe ich mit allen Rüstungsklassen, aber man kann dann auch noch diese Items wiederum beim Katalysator, glaube ich, umwandeln gegen Raid Gear. Und da habe ich, glaube ich, noch nicht alles umgewandelt. Das müsste der Stuff sein, der jetzt hier noch drin ist. Also das Raid Set Gear, um das geht's. Und was wir dann hier noch haben, ist einmal... das ist ein Legendary-Item und dieses Legendary-Item ist vom Rufer, da muss man diese komplette Questreihe quasi nochmal machen. Sonst sind es ein paar Rares noch, dann ein Schatz, den Verkäufer habe ich jetzt hier noch für diese Conduits beim Rufer, das muss ich mal einfach nur kaufen und sonst ist es nicht sonderlich viel mehr. Gut, damit sind wir dann zu Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, ist jetzt doch eine Dreiviertelstunde geworden, ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.